Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von The Legend of Zelda The Wind Waker in der HD-Version. Wir sind hier in Draconia, immer noch, mal wieder. Und wir werden uns jetzt erstmal auf den Weg zu dieser bezirzenden Hafenmelodie machen, die wir von hier schon hören. So, machen wir uns erstmal unsere Abkürzung, damit wir da leichter hochkommen. Da geht's hoch. Ist das hier schon? Nope. Gut, da bist du eben auf die obere Aussichtsplattform. Ja. Es ist genau über uns. Mal gucken, wie man nach oben kommt. Ist schon ein bisschen her, dass wir hier waren. Das da vorne sieht doch gut aus. Perfekt, da wären wir. Damit. So. Und hopp. Da geht's hoch. Da geht's im Tief runter. Oh, da ist ein roter Rubin. Nice. Irgendwie sieht der Boden hier seltsam aus. Sehr seltsam texturiert. Ja, du bist also wohl auf. Komori ist zwar nicht müde geworden, mir von deinen Abenteuern zu erzählen. Aber jetzt, wo ich dich von Angesicht zu Angesicht sehe, bin ich wirklich beruhigt. Findest du nicht auch, dass sich Komori prächtig entwickelt hat? Er kommt jetzt auch ganz ohne meine Anwesenheit wunderbar allein zurecht. Und wenn er etwas erzählt, dann geht es immer um dich, Lia. Natürlich bin ich überglücklich zu sehen, wie Komori zu einem selbstständigen jungen Mann heranwächst, aber ein wenig stimmt es mich auch traurig und einsam. So muss sich eine Mutter fühlen, die ihr Kind langsam aufwachsen sieht. Entschuldige, ich rede Unsinn. Gut, ich sollte fleißig weiterüben, damit ich bald allen dienlich sein kann. Musizieren ist nämlich eine der wichtigen Aufgaben einer Maid, musst du wissen. Tja. Aber es ist ja ein Taktstock. Wirst du mich etwa dirigieren, Lia? Ich hoffe, ich werde dich nicht enttäuschen. Oh, falscher Takt. Sechster Takt. Wirklich ein eigenartiges Lied, so merkwürdig es klingen mag, aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und es erinnert mich an irgendetwas, an etwas, das ich tief in mir vergessen zu haben schien. Ha!
Stimme der Weisen. Ich habe sie gerade im Geiste gehört. Sie sagt mir, was ich von nun an zu tun habe. Lia, dank dir bin ich meiner Bestimmung als Weise des Terra-Tempels bewusst geworden. Also bin ich doch zu etwas dienlich. Meine Lehrmeisterin hat bestimmt davon gewusst. Lia, bitte geleite mich zum Terra-Tempel. Wir müssen schnell das Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke erwachen lassen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Lass uns augenblicklich heimlich aufbrechen. Ich möchte, dass er mich einfach als die Might Melody in Erinnerung behält. So, wir haben Melody an Bord. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Wir wollen ja nach... ganz nach oben. Ganz nach Nordosten. Und dafür brauchen wir... Nordostwind. So, let's go. Uff, da kommen wir nicht mal durch. Schauen wir uns das doch mal an. Ja, da müssen wir hin. Perfekt. Das ist auch eins der wenigen Areale, die wir noch nicht gemappt haben. Wenn wir da den Fisch treffen, sollten wir uns also die Karte holen. Wenigstens sind wir jetzt nicht mehr allein unterwegs. Ich meine, wir waren vorher auch nicht allein. Der Lawyer war bei uns, aber es ist nice, mal jemanden mit dabei zu haben. Wenn sieht man die Insel auch schon. Oh, hier ist ganz schön Wellen da, ne? Ich sehe keinen Fisch. Und ich glaube... Da kommen wir nicht so ohne weiteres hoch. Tja, da fehlt uns noch ein Item. Aber ich sehe hier irgendwie einen Fisch. Was ist denn der? Na, treppen wir die überhaupt? Oh, das war die Bombe. Gott, zur Ruhe. Da kommen wir nicht so einfach hoch. Da fehlt uns ein Item für. Klasse. Dann können wir wieder gehen. So. Dann können wir uns ja zum Tempel aufmachen. Terra-Tempel ist es genau. Irgendwie verwechsel ich C4-Tempel und Terra-Tempel immer ganz gerne miteinander, weil Melody ja halt, ne, ein Wesen der Lüfte ist. Und demnach sollte sie eigentlich zu den C4-Tempel haben. Finde ich zumindest. Wir brauchen einen neuen Kurs. Und zwar nach Osten. So, jetzt können wir los.
Es ist wirklich schön, die Schokoladenseite des Bootes zu erwischen, wenn da jemand sitzt. Dann eben so. Fühlt sich, wie sich die ganze Zeit die Nacht wieder zurückresettet. Na, so geht's doch einigermaßen am Top. Da wären wir schon. Melody, lausche aufmerksam meinen Worten. Dieser Tempel ist ein gefährlicher Ort, in dem furchtbare Monster hausen. Sie haben dem letzten Weisen das Leben geraubt. Befolge also bitte diese Anweisung. Wenn Lia in deiner Nähe ZR drückt, dann folge ihm ohne Widerworte. Und wenn Lia A drückt, dann vertraue ihm, knie dich hin, auf dass er dich tragen kann. Und du, Lia. Wenn Melody an einer Stelle im Tempel nicht weiterkommt, dann spiele mit dem Taktstock das Musikstück, das du im Turm der Götter erlernt hast. Hast du mich verstanden? Du beschützt Melody, Lia. Und Melody hilft dir. Du müsst unbedingt Erfolg damit haben, dem Master-Schwert wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen. Das muss als Leuer aber auch ziemlich blöd sein, jetzt die ganze Zeit da draußen zu warten, bis sie wieder rauskommen. Also in seinem Holz will ich auch nicht stecken. Machen wir erstmal auf. Ach, das ist ja wieder Sechser. Sechser, das war schon richtig so. Ach, ich mag das Musikstück. Wobei, es gibt, glaube ich, kaum ein Musikstück, das ich in Zelda nicht mag. Gehen wir rein. In den Terra-Tempel. Mal gucken, was haben wir denn hier? Ja, ich glaube, da müssen wir rüberfliegen. Na, komm mal her. Und hab. Ach du, du kommst nicht von alleine mit. Also nochmal. Und einmal nehmen und da durch. Oh, lass mich mal eben da aufräumen. Guten Tag! Oh, ich bin getroffen. Ach, er wird ab. Super gemein. Da ist noch einer. Komm her, du Lump. Au. Ich brenne. Das. Oh, das ist der nächste auf meiner Liste. Geht doch. Holen wir uns den Loot. Na, eigentlich interessiert mich nur das, die Kette von denen. Die Rubine interessieren mich gar nicht so. Die sind eh bald wieder voll. Aber die fallen nämlich auch ganz gern. So. Bäumchen. Dann wollen wir uns mal ans Werk machen. Lia? Ich fühle mich zwar dabei etwas unsicher, aber ich werde mein Bestes geben und aus voller Kraft fliegen. Wenn du mir den Weg weißt, wohin ich fliegen soll, werde ich durch wiederholtes und schnelles Drücken von A fliegen. Bitte nimm deinen Taktstock und weise mir den Weg.
Na, erstmal brauchen wir Melody, um unseren Schalter zu erreichen. Aber so oben sind nämlich Schalter drauf. Und erst wenn beide aktiv sind, geht das Tor auf. Deswegen stelle ich mich mal auf den hier. Und wups. Ach, die kann aus dem Springen nicht fliegen. Okay, gut. Dann nimmt's so. Und ab. Dann gehen wir schon mal runter, würde ich sagen, ne? So. Dann können wir hier warten und Melody dann gleich wieder aufnehmen. Wow, das hat nicht mein Herz gekostet. Nee? Oh, ich will eigentlich mein Schild auspacken. Na komm! Mach jetzt mit dem Monster kaputt. Achso, ja, ich erinnere mich. Erst mal mit dir kaputt. Da ist noch einer. So. Dann kümmern wir uns mal um die anderen Bauern hier. Ah, das brauchen wir. So. So geht das. Oh, ich sollte mich wieder anders hinstellen. Verdammt. Jetzt aber. Und noch mal. Und die Truhe nicht vergessen. So, dann kümmern wir uns mal um die hier. Aber erst Truhe. Und da ist mal die Karte drin. Gut, jetzt zu denen hier. Ich glaube, die kann man einfach wegwerfen, ne? War das nicht so? Sieht gut aus. Und ab. Easy. So, weiter geht's. Das ist der Hauptraum. Also, nicht ganz der Hauptraum. Ich glaube, hier gibt es keinen direkten Hauptraum, aber wir werden nochmal wieder zurückkommen. War hier nicht irgendwo der Schalter drin? Da. Melody. Falsch. Da. So, wenn wir nämlich in diesen Nebel reingehen, verlieren wir die Fähigkeit, unsere Items einzusetzen, wenn wir vom Nebel gedingst sind. Aber mit dem Licht von Melody können wir einfach den Nebel so wegmachen. Dann können wir da einfach hingehen. Wir brauchen den Hammer dafür. So. Oh. So. Kein Problem. Jetzt schnell wieder zurück. Verdammt. Oh. Sorry, ich wollte dich nicht treffen. Aber runter. Das hätte nämlich mehr. Was haben wir sonst noch so? Da ist eine Leiter. Da ist eine Truhe. Da ist ein Schalter. Ich schätze mal, das ist so ein Schalter, der sich wieder resettet, sobald wir runtergehen, oder? Das wäre sonst doch zu einfach. Na komm. Na, immerhin haben wir jetzt Licht. So.
Grunde haben wir schon unseren kleinen Schlüssel. Schnell weg. Stell ich mal darauf. Perfekt. Oh, da brauchen wir Melody für. Ja, da brauchen wir Melody für. Ja, Melody? Ach, da hinten bist du. Nee, Schätze, wir müssen hier nochmal später wieder zurückkommen. Gibt's eine Melody wieder? Voll der Melody-Dieb. So. Weiter geht's. Ja, das machen wir später. Wir haben ja unseren Schlüssel. Na komm. Zu nervig, wenn wir hier am Boden sind. Ah, die kriegen wir nicht kaputt. Erstmal brauchen wir die Pfeile. Und Feuer frei. Ich hätte es so. So. Ja, das hat ja ganz gut geklappt. Geh darauf. Melody, kannst du dich vielleicht mal umdrehen? Danke! Ey, das war's. Nicht cool, Mann. Ich will den anderen anvisieren. Das kostet alles Zeit. Na, ja, die machen gleich wieder auf. Und wir sind so gleich wieder gestunt. So. Dann kommen wir hier wenigstens weiter. Melody, kommst du? Oh Gott. Machen wir den erstmal weg. Da haben wir schon mal Licht. So. Können wir es nochmal machen? Wie eben? Nee, scheinbar nicht. So. Mal den. Und einmal den. Und nochmal. Sehr gut. Wir haben den Dingsens vergessen. Die Statue hinter uns auf dem Block, die können wir, glaube ich, auch noch kaputt machen. Und da ist ein Block. Ach, hier ist nur sehr langweilig. Naja. Wieder hoch. Stellen wir uns mal ganz vorsichtig am Rand, falls da noch ein Grabscher ist.
Lass mich das mal machen. Die müssen wir erstmal sichtbar machen, glaube ich. Ja. Das wird so nichts. Ja, komm gleich her. So soll ich mir noch jemanden kümmern. Wir haben da oben ja etwas Licht. So. Nummer 1. Und Nummer 2. Sehr gut. Ist hier noch was? Nee. Also doch schon, aber irgendwie nichts Außergewöhnliches. Ein paar Pfeile übernehme ich. Da ist noch ein Dingsens. Das Teil. Na, guck mal her. Oh, da ist noch eine Truhe. Na, guck mal her. Müssen wir hier? Kampfplatz. Mit einer Leiter. Die fliegt. Tja, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause. Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis dahin und ich verabschiede mich wie immer mit einem Ciao.